Hallo, meine lieben Freunde. Ich freue mich, dass wir wieder beisammen sind, dass wir uns wieder sehen und hören und dass wir wieder einen Abend miteinander mit der Bibel verbringen dürfen. Ich hoffe, es funktioniert die Technik heute wieder etwas besser als das letzte Mal. Ich habe am Nachmittag schon probiert, weil ich die letzte Sendung wiederholt habe und für die, die dieses Thema vom letzten Mal wieder hören wollen, ist sie wieder im Internet. Ich kann es jedem empfehlen, das noch einmal zu hören. Es ist nicht mehr ganz das Gleiche, wie wir das letzte Mal gebracht haben, und ich würde empfehlen, wenn es jemand möchte, das noch einmal weiter zu hören. Okay, also es geht bestens, sehe ich gerade, das ermutigt. Gut, wir haben heute wieder ein interessantes Thema. Ich versuche für mich selber immer wieder Themen zu finden, die für mich nicht etwas Monotone sind, sondern wo ich auch selbst versuche, mir immer wieder neue Gedanken zu machen und vielleicht auch einen neuen Zugang zu alten Themen zu finden. Und ich hoffe, dass mir das auch heute bei diesem Thema etwas gelingen wird. Ihr habt den Titel Der Krieg der Monotheisten. Ein Thema, mit dem man vielleicht in seinen Gedanken auf einen politischen Konflikt hin gelenkt werden könnte. Aber das ist es nicht. Wir wissen aber, dass wir uns heute und in den letzten Jahren sehr intensiv in einer kriegerischen Auseinandersetzung befinden, dass speziell unter den monotheistischen Religionen des Islam, des Judentums und des Christentums befinden. Aber dass das ein Krieg ist, der eigentlich schon über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende geht, einige Zeit in der Geschichte könnte man zurückgehen, wo es eigentlich immer Kriege gegeben hat, buchstäbliche Kriege, mit Völkern, die einen Monotheismus vertreten haben und ihnen gegenüber eine polytheistische Religion gestanden hat. Also man könnte sagen, es gab in der Geschichte dieser Welt eigentlich immer eine Auseinandersetzung, auch eine politische, religiöse Auseinandersetzung zwischen Völkern, die den Monotheismus vertreten haben, und oder einem Volk, kann man sagen, das den Monotheismus vertreten hat, und vielen Völkern, die das Gegenteil dazu, das heißt also den Polytheismus, vertreten haben. Es geht mir aber heute nicht um einen politischen Kampf, nicht um einen politischen Kampf um das heilige Land, das es durch Jahrhunderte gegeben hat und heute ebenfalls auch noch immer gibt, sondern es geht um einen theologischen Streit um den wahren Gott und die wahre Anbetung. Ein Streit, der sich aber interessanterweise unter Monotheisten sich abspielt, genau dort, wo sich auch die politischen Auseinandersetzungen abspielen. Und wenn man das Ganze genau anschaut, dann wird man drauf kommen, dass dieser hintergründige, theologische Streit um den wahren Gott eigentlich auch diesen politischen Streit und die politischen Auseinandersetzungen mit bewirkt. Es geht um den Monotheismus im Judentum, im Christentum, im Islam, wie wir ihn kennen und wir werden uns die Frage stellen, wie weit ist man sich denn einig über diesen Monotheismus in diesen Religionen. Es geht dabei gleichzeitig nicht um einen alten Streit in der Geschichte der Menschheit, sondern es geht eigentlich um den ältesten und längsten Streit in der Geschichte eigentlich unseres Universums. Denn wenn wir im Laufe unseres Themas die Zusammenhänge richtig verstehen werden, dann werden wir merken, dass es hier um einen Streit geht, der eigentlich im Himmel begonnen hat und sich letztendlich auf dieser Erde fortsetzt.
Es geht also dabei um den sogenannten großen Kampf, der mit im Spiel ist in dieser Auseinandersetzung mit der wahren Anbetung des wahren einzigen Gottes, der in diesem Universum existiert. Und weil es ein wichtiges Thema ist, lade ich euch auch ein, dass wir uns in einem Gebet innerlich darauf einstellen, dass wir miteinander uns zum Thron Gottes nahen. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir wieder von Herzen dankbar für diese Möglichkeit, die du uns heute wieder schenkst, dass wir über ein wichtiges Thema nachdenken dürfen, über dein Wesen, deine Existenz, die Auseinandersetzung, in der die Welt sich befindet, um dein wahres Gottsein. Und wir wollen dich bitten, dass du uns auch heute Abend uns besonders durch deinen Heiligen Geist leitest, dass du uns führst in unseren Überlegungen und dass du uns auf die richtigen Dinge, auf die richtigen Einsichten aufmerksam machst und dass du uns die Technik gut gelingen lässt, dass du uns auch behütest vor irgendwelchen unnötigen Störungen. Wir wollen es dir anvertrauen und danken dir, dass du bei uns sein möchtest. In Jesu Namen. Amen. Gut, also herzlich willkommen, auch die, die neu hinzugekommen sind. Ich freue mich für alle, die da dabei sind, ja, die sich auch namentlich hier gemeldet haben. Schön. Ich möchte mit der Frage beginnen, in diesen Einstieg, woher kommt eigentlich die Idee des Monotheismus? Und was ist damit konkret grundsätzlich gemeint gegenüber dem Polytheismus? Und wir haben ja am letzten Donnerstag uns mit diesem ersten Gebot in den 10 Geboten der Bibel beschäftigt. Und genau dort wollen wir auch einsteigen mit unserem Thema heute. Aber dieses erste Gebot von einer ganz anderen Seite und vielleicht von einer etwas ungewohnten Seite uns etwas ansehen. Also schlagen wir auf, 2. Mose Kapitel 20 wieder. Entschuldige. Und zwar im Vers 2 und 3, wo Gott ein Anliegen hier an die erste Stelle seiner 10 Gebote gestellt hat. Und zwar, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland geführt habe, aus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das heißt, hier stellt sich ein Gott vor, der von sich alleine spricht. Ich bin der Herr. Und das ist hier eindeutig in der Einzahl, wie er von sich spricht. Und wenn wir den Text in der hebräischen Sprache lesen würden, mit den hebräischen Bezeichnungen für das, was hier mit Gott bezeichnet wird, dann würde es etwas so lauten, im Grundtext, also im Hebräischen, heißt es hier, ich bin Yahweh, dein Elohim, der ich dich aus Ägyptenland geführt habe, aus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Elohim neben mir haben. Also da spricht ein Yahweh, der sich gleichzeitig als der Elohim Israels bezeichnet. Und dann sagt er, du sollst keine anderen Elohim neben mir haben. Und wie ihr merkt, im Vers 3 wird aber hier der Begriff Elohim mit Götter, Mehrzahl übersetzt, währenddem im Vers 2, wo einfach dein Gott steht, dasselbe Wort dort steht ebenfalls Elohim und eine Mehrzahlform darstellt, genauso wie dort das Wort Götter ebenfalls mit diesem Begriff dargestellt wird. Das ist vielleicht eine Information, auf die viele nicht achten und die viele vielleicht auch nicht wissen, dass überall dort, wo in der Bibel von den Göttern die Rede ist, die eigentlich keine Götter sind,
und vor denen Gott warnt, dass sie angebetet werden, derselbe hebräische Begriff im Mehrzahl steht, Elohim, als dort, wo Gott in der Einzahl vorkommt. Wir werden das auch später in dem Thema noch da und dort erleben. Das ist eine sehr bemerkenswerte Beschreibung. Warum einmal Götter in der Mehrzahl dann übersetzt wird und dann Götter oder Gott in der Einzahl, obwohl das hebräische Wort dasselbe ist. Der Begriff Yahweh allerdings, der steht nirgends im Mehrzahl in der Bibel, der bleibt immer in der Einzahl. Aber Elohim ist ein Begriff, den man auch in der Einzahl schreiben kann. Und wenn das in der Einzahl ist, dann heißt das entweder El in Kurzform oder Eloe. Ja? Und die Mehrzahlform wäre Elohim. Also das ist vielleicht so eine sprachliche Information, auf die es wert ist, geachtet zu werden. Und wir werden im Laufe unseres Themas uns die Frage stellen und auch darauf kommen, warum dieser Gott sich in Mehrzahlform beschreibt. Wir haben ja das erste Mal, wo dieser Gott in dieser Form vorkommt, in 1. Mose Kapitel 1, Vers 1, wo dort steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und da haben wir genau das gleiche Wort. Am Anfang schuf Elohim Himmel und Erde. Also er wird in Mehrzahlform bezeichnet, der Begriff, aber in Einzahlform wird über ihn geredet. Und das ist vielleicht etwas verwirrend und wir werden ja auch merken, das ist genau das Thema, über das wir heute sprechen. Haben wir einen Gott in Mehrzahl oder haben wir einen Gott in Einzahl? Ich lade euch ein, den wichtigsten Text für das Judentum, die ja diesen Gott absolut als nur einen Gott sehen, aufzuschlagen, und zwar in 5. Mose Kapitel 6. 5. Mose Kapitel 6, im Vers 4, da hat Gott hier ein ganz intensives Wort gesprochen, und das ist bis heute zu einem bestimmten Gebet der Juden geworden. Das heißt, mit dieser Aussage hier, beginnen eigentlich die Juden regelmäßig ihre Gebete. Und zwar der Vers 4, höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. So ist das in der deutschen Übersetzung hier übersetzt. Und wenn man diesen Text hier so nimmt, wie er da steht, dann gibt es eben nur diesen einen Herrn, von dem hier gesagt wird, das ist der Herr, der allein ist. In der hebräischen Sprache haben wir hier allerdings auch wieder ein Wort, und es gibt andere Übersetzungen, die diesen Begriff der Herr allein anders übersetzen. Und da übersetzt man gerne, der Herr, unser Gott, ist der Herr ein Einiger. Nicht allein, sondern ein Einiger. Und dann geht es weiter, und du sollst den Herrn, das heißt hier Yahweh, jedes Mal, wenn hier Herr steht, also wenn wir da hier sagen, höre Israel, Yahweh ist unser Elohim, der Yahweh allein. Und dann geht es weiter, und du sollst Yahweh, deinen Elohim, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Das heißt, das ist also ein Elohim, ein Yahweh, Elohim in Mehrzahl, Yahweh in Einzahl, und der spricht von sich, dass er alleine ist und dass die Menschen ihn lieben sollen von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen ihren Kräften. Das heißt, eine völlige Übergabe, die notwendig ist, zu der Gott hier einladet, dass der Mensch sich völlig ihm übergibt. Und nicht nur ihm, sondern auch seinen Worten. Das heißt, hier haben wir diesen Hinweis, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, dieser Gott spricht, dieser Gott hat etwas den Menschen zu sagen. Er gebietet den Menschen, und die sollen sich das zu Herzen nehmen. Und dann geht es weiter, das sollst du deinen Kindern einreden, also deinen Kindern vermitteln und unterwegs reden. Und wo du auch bist, vermittle ihnen das, was dieser Gott gesagt hat. Das heißt, wir haben es hier in der Bibel mit einem Gott zu tun, der nicht schweigt,
der nicht irgendwo anonym bleibt im Hintergrund und sich einfach da und dort vielleicht durch besondere Machtbekundungen offenbart, sondern der auch zu Menschen immer wieder gesprochen hat. Und wir haben ja anfangs unsere Themen gehabt über die Sprache, wo wir gesehen haben, Gott ist ein sprechender Gott. Und wenn er was zu sagen hat, dann muss das wohl sehr wichtig sein, was er den Menschen hier auf Erden zu sagen hat. Bleiben wir also jetzt hier nochmal bei diesem Begriff. Dieser Gott ist ein Gott allein oder ein einiger Gott. Ein Gott. So wird das eben dann besonders auch im Judentum verstanden. Und was soll man dann mit den anderen Göttern nicht machen? Wir haben vorhin den Text gelesen, die sollen wir nicht anbeten. Dann steht in 5. Mose, oder in, ja, vielleicht den Text in 2. Mose, Kapitel 34. Vielleicht ist es gut, wenn ihr euch diese Texte heute mitschreibt. Ja, das heißt also 2. Mose 34, Vers 14 haben wir einen Text, wo es steht, denn du sollst keinen anderen Gott anbeten. Also das ist hier wieder ein Aufruf, diesen einen Gott. Und eine Meldung kam mir gerade über das Chat, Echad, das ist der hebräische Begriff, genau das steht dort in der hebräischen Sprache und ist ein Zahlwort. Das kann also auch für eins verwendet werden, ja, für eins in dieser Zahl. Und wie gesagt, andere Übersetzungen, auch dieser Begriff steht dann auch da und dort für dieses Einigsein, ja, für dieses Einssein. Und diesen einen Gott, der soll angebetet werden. Dem soll gehorcht werden. Und dem seine Worte, die er gebietet, sollen gehorcht werden. Nun stellt sich hier die Frage, wer ist jetzt dieser Elohim oder dieser Jahwe in der Bibel? Als Christen stellen wir uns die Frage, ist es der Vater oder ist es der Sohn? Jedenfalls für Christen gibt es diese beiden Möglichkeiten. Und damit stehen wir schon in einer Konfrontation, logischerweise, mit dem sogenannten Monotheismus, den wir im Islam und im Judentum haben. Und in beiden Religionen wird man natürlich den Christen den Monotheismus absprechen, obwohl landläufig und allgemein in der Ethnologie und in der Religionskunde wird das Christentum mit dem Islam und mit dem Judentum als die sogenannten drei Weltreligionen des Monotheismus bezeichnet. Und es ist sehr bemerkenswert, dass gerade das Judentum und dass der Islam das größte Problem mit den Christen haben, weil sie sich auch als Monotheisten bezeichnen und deshalb eigentlich der Begriff Monotheismus auf das Christentum in dem Sinn gar nicht passt. Wenn nämlich der Islam und das Judentum diesen Begriff verwenden für buchstäblich einen Gott, der nur in einer Person existiert, dann muss man ja fragen, haben Sie da nicht irgendwo recht, dass der Begriff also Monotheismus eigentlich nicht verwendet werden dürfte für das Christentum, dass die Christen eigentlich nicht das Recht haben, diesen Begriff Monotheismus zu tragen, wenn sie von einem Gott sprechen, einerseits vom Vater und dann aber auch vom Sohn. Und wir wissen, dass es diesen Streit und diese Auseinandersetzung im Judentum damals ganz konfrontativ gegeben hat, als Jesus unter den Juden hier auf Erden weilte. Und wir haben hier den Text, wir haben mehrere Texte, die auf diesen Konflikt im Neuen Testament hinweisen, und zwar im Johannes Kapitel 10. Da hat Jesus, als er hier auf Erden war, sehr widersprüchliche Aussagen eigentlich über sich selbst gemacht, oder scheinbar widersprüchliche Aussagen, aber wenn jemand die Bibel nicht mit dem Hintergrund liest, auch dieses Themas, das wir jetzt hier haben, dann kann er da ganz schöne Probleme bekommen mit gewissen Aussagen von Jesus. Ja? Johannes Kapitel 10, Vers 29 und 30,
Da sagt Jesus, der Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Und dann sagt er, also achtet darauf, hier sagt Jesus zunächst, der Vater, der sie mir gegeben hat, die Schafe, von denen er hier spricht, das ist die Menschen, ist größer als alles und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Da gibt es dann einen anderen Text, auch im Johannesevangelium, wo Jesus sagt, der Vater ist größer als ich. Ja? Und dann sagt er jetzt hier im Vers 30, ich und der Vater sind eins. Da stellt sich Jesus eigentlich mit dieser Aussage eins mit Gott. Ja? Daraus ergeben sich natürlich und selbst fürs Christentum immer wieder die Frage, ja, ist denn Jesus gleichzeitig der Vater? Und im Christentum ist man allgemein, bei uns hier in Österreich zumindest, spricht man immer vom Herrgott. Ja? Und wenn man vom Herrgott spricht, dann denken auch viele Katholiken und viele Christen auch gleichzeitig an Jesus. Also, dass Jesus der Herrgott ist. Und es ist für viele irgendwo sehr schwer, zwischen Jesus und dem Vater einen Unterschied zu machen. Und wird vielleicht durch das, was hier steht, noch bestätigt, wenn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Also wieder, dieser Gedanke ist alles nur ein Gott, eine Person. Und ja, ist interessant, dieser Hinweis, der im Chat da gekommen ist, nicht? Aus Jakobus, wo dort steht, dass nur einer Gott ist und das glaubt sogar der Teufel. Ja? Also auch interessant, und die Dämonen, und sie zittern dann vor diesem Gott. Also es ist bemerkenswert, den Text kann man auch so darstellen, dass wirklich nur einer Gott ist, und das ist etwas, was eigentlich allgemein jetzt im Islam und im Judentum geglaubt wird. Und natürlich, wir Christen sagen ja auch grundsätzlich, dass es nur einen Gott gibt. Ja? Und doch sprechen wir von Vater und vom Sohn, wobei wir natürlich dann sagen, der Vater ist eben der Ursprung, der wahre Gott, und der Sohn ist eben nur sein Sohn. Als Jesus hier damals unter den Juden diese Aussage gemacht hat, ich und der Vater sind eins, dann haben natürlich die Juden hier sofort reagiert. Und wenn wir den Text weiterlesen, im Vers 31, da hoben die Juden abermals Steine auf, dass sie ihn steinigten. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch erzeigt von meinem Vater, um welches Werkes willen steinigt ihr mich? Die Juden antworteten ihm, um eines guten Werkes willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen und weil du als Mensch dich selber zu Gott machst. Also das ist eine klare Aussage. Die Juden haben also diese Aussage, die Jesus gemacht hat, ich und der Vater sind eins, als eine absolute Gotteslästerung gesehen, und das wird auch bis heute noch so gesehen. Wie kann jemand, der hier aus Fleisch und Blut existiert, im Fleisch und Blut geboren wurde, dessen Eltern man kennt, dessen Geburtsort man kannte damals, wie kann der von sich behaupten, dass er der Sohn Gottes sei? Und für sie war das jetzt nicht nur, dass er sich als Sohn Gott gleichstellt oder unter dem Vater stellt, sondern dass er sich, für sie war das, hat das bedeutet, dass sich hier jemand Gott gleichstellt. Und die Frage ist, hat das Jesus wirklich so gemeint? Hat er sich verstanden, dass er Gott gleich ist? Wenn wir jetzt dieses Gebot, das erste Gebot, das wir jetzt vorhin gelesen haben, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, dann könnte man sagen, wie kann Jesus gleichzeitig sich als Gott bezeichnen und als Gott verstehen, wenn auf der einen Seite der Vater ja eigentlich der Gott ist und wenn es nur einen Gott gibt, den man dann anzubeten hat und dem man zu gehorchen hat. Wenn Jesus aber hier sagt, ich und der Vater sind eins, dann erhebt er offensichtlich doch göttlichen Anspruch zunächst einmal.
Und jetzt wollen wir uns die Frage stellen, gibt es auch andere Texte oder Aussagen von Jesus, in denen er göttlichen Anspruch erhebt? Und diesbezüglich gäbe es jetzt eigentlich eine ganze Fülle von Texten. Und ich habe nicht die Absicht, alle diese Texte jetzt einmal durchzusehen. Ich möchte euch einen ganz bestimmten Gedankengang führen, wie wir mit diesem Thema umgehen wollen. Und ihr merkt ja schon, das ist ein Thema, das ja heute auch viele Christen beschäftigt. Viele Christen wissen nicht, ja, wie sollen wir, der Vater ist Gott, Jesus ist Gott oder ist er kleinerer Gott, ist er größerer Gott? Dann kommt natürlich im Hintergrund noch diese Frage um den Heiligen Geist, wo es auch dann den Streit gibt, ja, ist das auch noch eine göttliche Person? Ich möchte heute über die Frage dieses Geistes nicht sprechen, denn ich denke, solange wir das Verhältnis zwischen dem Vater und dem Sohn nicht richtig klar machen können, müssen wir uns über die Position oder die Personhaftigkeit oder die Geisteshaftigkeit des Geistes, also die Natur des Heiligen Geistes, noch nicht so Gedanken machen. Das lassen wir mal ruhen für heute. Ja? Welche Aussagen hat Jesus gemacht, die also meines Erachtens sehr stark in die Richtung gehen, dass hier Jesus göttliche Autorität in Anspruch genommen hat? Schlagt da mal auf, Johannes Kapitel 14. Johannes Kapitel 14 und dort Vers 15 wollen wir mal lesen, ja, Vers 15, da sagt Jesus: Liebet ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Da ist ein Mensch, der ein normaler Jude war damals, so hat er äußerlich ausgeschaut, behauptet von sich, er sei der Sohn Gottes. Mit der Aussage, die wir vorhin hatten, sagt er, ich und der Vater sind eins. Die Juden bezichtigen ihm der Gotteslästerung. Und jetzt kommt Jesus und sagt, liebet ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Wenn wir darüber nachdenken, dann verlangt jetzt hier dieser Mensch Jesus, der sich eben als dem Vater gleichstellt in dieser Aussage, der verlangt jetzt auch noch Gehorsam und Gebote halten, seine Gebote. Und jetzt haben wir vorhin im Alten Testament gelesen, dass dieser eine Gott Israels, Jahwe Elohim, sagt, diese Worte, die ich dir heute gebiete, die sollst du zu Herzen nehmen. 2000 Jahre oder 1400 Jahre später, als Jesus auf die Erde kam, sagt er jetzt das Gleiche und verlangt von den Menschen und von seinen Jüngern, von den Juden, wenn ihr mich liebt, also sollte man auch ihn lieben, nicht nur Gott lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele, wie wir es dort im Text gelesen haben, so jetzt kommt Jesus und den sollen wir jetzt auch vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und mit all unserer Kraft lieben. Ist das nicht ein göttlicher Anspruch, ein absolut göttlicher Anspruch, den Jesus hier erhebt? Und wenn er dann noch sagt, ihr sollt meine Gebote halten, und wenn wir dann im nächsten Text, im Vers 21, da überspringen, dann sagt Jesus, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Das heißt, Jesus spricht von seinen Geboten, und wer diese Gebote hat, aber sie auch hält, der ist, der mich liebt. Und wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Eigentlich müssen Menschen, die jetzt nicht glauben, dass Jesus wirklich Gott ist, müssen ja mit solchen Aussagen große Probleme haben. Wenn sie nicht glauben, dass Jesus dem Vater hier völlig gleichgestellt ist, ja, in seiner Autorität, in seiner göttlichen Autorität. Er spricht hier eigentlich nur in diesen Texten hier, so wie Gott im Alten Testament, der dort als Jahwe oder als Elohim bezeichnet wird. Wenn wir noch weiterlesen, im Kapitel 15, da steht in Johannes Kapitel 15, Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe, gleich wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das ist eigentlich jetzt auch bemerkenswert. Auf der einen Seite sagt Jesus,
Wir sollen seine Gebote halten und wenn wir seine Gebote halten, dann sind wir die, die ihn lieben. Und verlangt hier göttliche Autorität, denn nur Gott kann verlangen von Menschen, dass sie seine Gebote halten. Natürlich hat jeder Mensch, jede Regierung, jede gesetzmäßige Regierung hat das Recht, Gebote anzuordnen und von Menschen zu erwarten, dass sie auch gehalten werden. Aber wir wissen, es geht hier um Gottes Gebote und Jesus spricht hier nicht nur von menschlichen Geboten, sondern er spricht hier von den ganz gleichen Geboten, die Gott dort am Sinai gegeben hat. Und als Jesus hier auf Erden war, hat er offensichtlich hier mit dieser Aufforderung, ihm zu gehorchen, ihn zu lieben von ganzem Herzen und seinen Geboten zu gehorchen, erhebt er hier absolut göttliche Autorität. Wenn wir im Kapitel 15, Vers 7 noch lesen, da sagt er, wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Also auch hier eigentlich eine göttliche Autorität. Nur Gott kann sagen, du kannst von mir bitten, was du willst. Es wird dir widerfahren, wenn du es in der richtigen Gottesbeziehung erbittest. Natürlich wird Gott immer entscheiden, ob er uns das geben will oder nicht, aber er hat die Macht und sofern es sein Wille ist, wird er auch die Bitten unserer Gebete immer wieder erhören. Also das sind sehr interessante Aussagen, wo Jesus als seine große Autorität erhebt. Dann steht im Vers 14, wenn wir den noch lesen, da sagt Jesus auch, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Also dass hier eine absolute Autorität, die hier spricht, mit göttlicher Autorität, und das sagt er jetzt nicht, nur wir sollen den Vater lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele, sondern wir sollen ihn lieben. Und wenn wir ihn lieben, dann werden wir seine Freunde sein und gleichzeitig werden wir Freunde Gottes sein. So kann nur jemand sprechen, der eigentlich in absoluter Gleichheit mit dem Vater steht. Und doch sagt Jesus genau in diesem Kapitel, im Kapitel 14 vielleicht, ja, im Kapitel 14, im Vers 28, ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und da haben wir wieder eine Aussage, wo man sagen, ja, was macht hier Jesus? Auf der einen Seite stellt er sich Gott völlig gleich und auf der anderen Seite sagt er jetzt wieder, ihr Vater ist größer wie ich. Ich denke und ich hoffe, dass wir hier verstehen, dass Jesus natürlich hier als Mensch einerseits auf Erden war und als Mensch über seinen Vater redet und gleichzeitig im Hintergrund doch wieder seine göttliche Autorität zum Vorschein kommen lässt. Man möchte aber meinen, das widerspricht doch dem ersten Gebot. Denn letztendlich ist es ja nicht nur so, dass Jesus hier Gehorsam erwartet von uns. Und Gehorsam ist eigentlich etwas, was in der Bibel als höchste Form der Anbetung gewertet wird. Ihm dienen und ihm gehorchen bedeutet ihn anbeten. Das heißt, wenn Jesus hier Gehorsam seinen Geboten gegenüber erwartet und wir ihn, und das werden wir in unserem weiteren Thema dann sehen, in der Bibel werden wir auch aufgefordert, Jesus anzubeten, dann ist das absolut göttliche Autorität. Aber, jetzt könnte man sagen, aber das widerspricht doch dem ersten Gebot, wo dort steht, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und sollst ihnen nicht dienen und sie nicht anbeten. Und jetzt haben wir aber hier in diesem Zusammenhang Jesus als den Sohn und den Vater als der himmlische Vater uns in der Bibel beschrieben wird und von dem scheinbar im Alten Testament gesagt wird, das ist der eine Gott. Jetzt vielleicht, um die momentane Verwirrung vielleicht noch etwas stärker zu machen, in Johannes Kapitel 17 hat Jesus noch einmal ein interessantes Wort gesagt, und zwar Johannes 17, Vers 3. Und er sagt hier,
Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Eine ganz starke Aussage, wo Jesus jetzt das ewige Leben davon abhängig macht, dass wir den wahren Gott erkennen, aber gleichzeitig auch ihn als den von Gott Gesandten erkennen. Das heißt, von beiden ist das ewige Leben abhängig, das, von dem hier die Rede ist. Ja? Eine sehr bemerkenswerte Aussage, die wir hier haben, wo er sagt, das ist der allein wahre Gott. So, scheint, dass Jesus hier damit natürlich wieder seinen Vater als den allein wahren Gott darstellt und bezeichnet. Hier als Mensch, als auf Erden war. Eine ähnliche Aussage, die wir auch finden können im Kapitel 17. Also ich merke hier gerade, dass da interessante Bemerkungen hereinkommen. Ich würde bitten, dass man vielleicht mit diesen Erklärungen, die da jetzt kommen, noch etwas wartet. Wir werden auf diese Dinge eingehen. Und wir haben ja zum Teil auch schon über dieses Thema gesprochen in anderen Themen. Und ich möchte bitten, dass man vielleicht einmal diesem Thema jetzt richtig zuhören kann und diesen Erklärungen jetzt einmal folgen kann. Und dann besteht immer noch die Möglichkeit, dass wir uns dann austauschen. Ja? Vielleicht diesen Bruder, der hier sich da mit diesen Erklärungen jetzt gemeldet hat, würde ich bitten, vielleicht einmal diesen Gedanken jetzt zu folgen und dann zu warten, wie die Erklärungen kommen. Ich denke, manches wird sich von alleine erklären lassen und von alleine lösen, wenn wir einfach diesem Thema mal folgen. Denn wenn man nebenbei schreibt, kann man sicher nicht so gut zuhören und dann geht vielleicht das eine oder das andere verloren. Also ich wäre sehr dankbar, wenn wir das so machen könnten. Ja? Matthäus Kapitel 4, da gibt es eine Auseinandersetzung mit Jesus und dem Teufel, als er auf Erden war. Und da kommt doch der Teufel, der schon im Himmel von den Engeln Anbetung erwartete und wie wir dann später sehen werden, auch sich auf die gleiche Stelle stellte oder stellen, auf die gleiche Stelle stellen wollte, dass hier die Frage um die Anbetung gegangen ist. Und dieser Teufel, der kommt jetzt hier auf die Erde, der also schon im Himmel dieses Problem mit der Anbetung hatte und verlangt jetzt vom Menschen Jesus, dass er vor ihm niederfällt. Und da lesen wir in Matthäus Kapitel 3, ab Vers 8, ja, oder Kapitel 4, Entschuldigung, Matthäus 4, Vers 8, wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und alle ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest. Eine unwahrscheinliche Forderung, die hier der Teufel, der hier als der Teufel beschrieben wird, also ein geschaffenes Wesen, wir wissen von ihm, dass er ein hohes eine hohe Engelswesensgestalt war, ein Cherub. Wir werden darauf noch eingehen, denn es gibt ja eine Vorgeschichte zu dieser ganzen Geschichte, wo Jesus hier auf Erden war und dieser Kampf zwischen Gott und dem Teufel sich hier abgespielt hat. Und wir müssen bedenken, dass dieser Kampf, der sich hier abgespielt hat zwischen Christus und Satan, der hat doch im Himmel begonnen. Und wenn wir etwas von diesem Kampf hier auf Erden verstehen, dann werden wir auch etwas von diesem Kampf im Himmel verstehen. Und da verlangt jetzt der Satan, der hier als in einer besonderen Gestalt, es wird uns nicht näher beschrieben, aber er wird wohl in einer besonderen Lichtgestalt erschienen sein, um Jesus zu beeindrucken. Und verlangt von ihm, dass er jetzt vor ihm niederfällt. Es geht also um Anbetung. Wahre oder falsche Anbetung. Und davon ist das Universum und unsere ganze Weltgeschichte gezeichnet. Wie antwortet Jesus darauf? Er sagt, da sprach Jesus zu ihm, hebe dich weg von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten deinen Herrn und ihm allein dienen. Wiederum, eine Aussage, die sehr stark ist,
wo Jesus ganz klar davon spricht, dass man Gott allein anbeten sollte und ihm allein dienen. Ihm allein dienen bedeutet natürlich auch ihm allein anbeten. Und wir haben hier auch im Alten Testament, da gibt es im Buch Prediger, in Kapitel 10, Vers 13, eine bekannte Stelle, wo dort im Alten Testament steht, das ist die Hauptsache, wovon man redet, das ist die Hauptsache, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre. Ja, fürchtet Gott und haltet seine Gebote, so steht es im Prediger, denn das gehört für alle Menschen, das steht allen Menschen zu. Und wenn Jesus hier auch diesen Auftrag gibt an Satan und den Satan zurückweist und sagt, du sollst Gott den Herrn allein anbeten, dann stellt sich die Frage, wen hat denn Jesus, als er hier auf Erden war, angebetet? Hat er auch angebetet? In der Offenbarung finden wir Jesus, der angebetet wird. Das Lamm, das dort auf dem Thron mit dem Vater sitzt, das werden wir am Schluss dann noch sehen. Und aber als er hier auf Erden war, hat er selbst Gott angebetet. Und wenn er selbst Gott anbetete, stellt sich ja die Frage, wie kann jemand, der selbst vor Gott anbetet, dann gleichzeitig verlangen oder erwarten, dass er selber dann irgendwann einmal angebetet wird? Denn Anbetung gebührte eigentlich nur einem Schöpfer. Und da sind wir bei einem Thema, wo es tatsächlich darum geht, ist die Anbetung Jesu Gott gewollt, ist sie biblisch richtig oder ist Anbetung Jesu, hat das was mit Götzendienst zu tun? Ich kann mich erinnern und jeder, der mit der Zeugen Jehovas schon einmal ins Gespräch gekommen ist und sich näher unterhalten hat, der wird wissen, dass Zeugen Jehova, wo sie sich ebenfalls als Christen bezeichnen, die Bibel als Grundlage ihres Glaubens haben und auch von sich sprechen, ja, sie sind Zeugen Jehovas und Zeugen Jehovas bedeutet ja auch, wenn wir das Biblische sehen, ein Zeuge Jesu zu sein und auch die Menschen, die dieser Religionsgemeinschaft angehören, die bezeugen ja auch Jesus in der Form, wie sie es verstehen. Und wir wissen, dass von dieser Seite her die Anbetung Jesu als Götzendienst beschrieben wird. Ich habe da mal einen Wachturm in die Hände bekommen, wo man über die Weihnachtsgeschichte geschrieben hat, über die Ursprünge der Weihnachtsgeschichte, die zum Ausdruck gebracht worden ist. Und da hat man den heidnischen Hintergrund beschrieben, woher das Weihnachtsfest kommt. Und da stand dann unter anderem dieser Satz, außerdem hat das Weihnachtsfest auch dazu geführt, dass man Jesus statt den Vater anbetet. Und das sei Götzendienst, so stand das wortwörtlich in diesem Wachturm drinnen. Ja? Und das heißt hier, Zeugen Jehovas, wie hier auch in dieser Meldung jetzt kommt, nennen sich zwar Christen, aber sie möchten nicht mit den Christen in Verbindung gebracht werden, die ein trinitarisches Gottesbild haben, die vom Vater als Gott und von Jesus auch als Gott sprechen und natürlich dann auch von Heiligen Geist in einer göttlichen Person sprechen. Ja? Da haben wir ein gewisses Problem. Ist das jetzt Gotteslästerung? 5. Mose 13, schlagen wir einen Text auf im Alten Testament. 5. Mose Kapitel 13. Also wir befinden uns hier einfach in einem Thema, das eine uralte Geschichte hat, die wir uns etwas näher ansehen wollen und wir werden heute nur mal eine bestimmte biblische Argumentation führen und wir werden dann in unserem nächsten Thema die historischen Hintergründe noch ansehen, die ja sehr wichtig sind, um dieses Problem zu verstehen, wie es eigentlich zu diesem Konflikt über diese Trinität, über diese wahre Anbetung und die wahre Gottheit Jesu oder des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, wie das überhaupt entstanden ist. Ja. 5. Mose 13, und da im Vers 5, da haben wir auch einen Text, wo es heißt, dem Herrn, eurem Gott,
Das heißt, dem Jahwe, eurem Elohim, sollt ihr folgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhangen. Hier ist eine intensive Beschreibung, nicht, die aufgefordert, wo aufgefordert wird, diesem Gott anzubeten. Und da stellt sich jetzt die Frage, warum beten wir als Christen, wenn in der Bibel ganz deutlich steht, Gott Elohim, Jahwe Elohim anzubeten, warum beten wir dann trotzdem auch Jesus an? Der ja eigentlich nur, könnte man sagen, als der Sohn Gottes bezeichnet wird. Oder wenn er jetzt diese Autorität auch selbst in Anspruch nimmt, uns auffordert, seine Gebote genauso zu halten wie die Gebote des Vaters, dann erhebt er hier ja auch Anspruch, wie wenn er allein wahrer Gott wäre. Hat sich Jesus hier als etwas angemaßt, was er sich nicht anmaßen dürfte? Hat er sich selbst dem Allerhöchsten gleichgestellt? Und damit möchte ich euch aufmerksam machen auf ein Wort, wo es um diese Gleichstellung des Allerhöchsten geht. Und zwar in Jesaja, im Alten Testament, also im Jesaja Kapitel 14, da haben wir ein Kapitel, wo sich jemand dem Allerhöchsten gleichstellen wollte. Und da ist die Geschichte unter diesem Bild des Königs von Babylon, ein Sinnbild auch für Satan. Ja? Und zwar im Vers 14, da steht, oder ja, Vers 12 lesen wir, Kapitel 14, Jesaja, Vers 12. Da heißt es, wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Jetzt bleibe ich einmal hier bewusst stehen bei dieser Aussage. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Der Morgenstern, so wird das, der Text hier übersetzt, ist eigentlich ein Begriff, der im Neuen Testament im Zusammenhang gebracht werden kann mit Jesus. Das heißt, da gibt es diese Stelle beim Petrus, wo es heißt, wir haben desto fester das prophetische Wort und ihr tut wohl daran, dass ihr darauf achtet, bis der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Und der Morgenstern, das heißt, das Licht aufgehe, und das kann man auch als ein Bild verstehen für Gottes Licht, das durch Jesus Christus sichtbar geworden ist und in dieser Welt angezündet worden ist wieder, wo Jesus gesagt hat, ich bin dieses Licht der Welt. Also Morgenstern ist eigentlich ein schöner Begriff, der auch auf Jesus angewandt werden könnte. Aber wir wissen, hier ist auf keinen Fall Jesus damit gemeint. Hier ist da von einem vom König von Babylon die Rede. Und der Begriff im Hebräischen, der bedeutet eigentlich Lichtträger. Ist diese Übersetzung Morgenstern ist eigentlich keine korrekte Übersetzung dieses hebräischen Wortes, das dort steht. Denn dieses Wort, das dort steht, sollte eher mit Lichtträger übersetzt werden. Und so wird das auch in manchen Übersetzungen gebracht. Aber auch immerhin, Lichtträger ist ja auch ein gewaltiges Wort und der fällt da jetzt vom Himmel. Warum? Ein Bild natürlich für Luzifer, nicht? Der Lichtträger, so übersetzt es ja auch die lateinische Bibel, Luzifer, das heißt dieser Lichtträger. Ja? Dann wird beschrieben, warum. Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Also eine Anmaßung, sich da über die Sterne Gottes zu erhöhen. Das heißt, die Sterne Gottes, das können hier wohl auch Engelwesen gemeint sein, nicht? Über die er sich setzen wollte, oder vielleicht noch höher. Denn im Vers 14 steht, ich will auffahren über die Höhen, Wolken und über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Hier war ein geschaffenes Wesen, Luzifer, als ein großer, glänzender Cherub, wie er im Ezekiel 14 beschrieben wird, mit dieser Ambition unterwegs, Gott gleich sein zu wollen, dem Allerhöchsten gleich sein zu wollen. Und da stellt sich jetzt für mich natürlich auch wieder die Frage, na, wer ist jetzt der Allerhöchste? Wer ist der Allerhöchste?
Die Frage kann man natürlich auch, sollten wir uns als Christen auch stellen? Und wahrscheinlich wird ein großer Teil von Christen sagen, wenn ich die Wahl habe, zu sagen, wer ist der Allerhöchste, der Vater oder der Sohn? Dann werden sicher, und ich habe das immer wieder auch in Gemeinden so diese Frage gestellt, und da war die Gemeinde meistens gespalten. Die einen haben gesagt, der Vater, und die anderen haben gesagt, ja, der Vater und der Sohn. Also es war eine Unsicherheit da. Und wenn man dann abstimmen lassen, wäre es für den Vater oder wäre es für den Sohn oder wäre es für beide, dann hätte man wahrscheinlich eine interessante Situation. Man kann es ja einmal in den Gemeinden probieren. Ja, das heißt, der Allerhöchste, wer ist jetzt dieser Allerhöchste? Und damit der wahre Gott. Das werden wir nur herausfinden können, wenn wir schauen, wie definiert die Bibel den Allerhöchsten, den allein wahren Gott oder einfach den wahren Gott. Wir haben im ersten Gebot gelesen, dieser Gott stellt sich vor, ich bin Jahwe, dein Elohim, der ich dich aus Ägypten geführt habe. Das heißt, der wahre Gott, und das ist jetzt hier der Allerhöchste offensichtlich auch im Alten Testament, ist der Gott, der Israel aus Ägypten geführt hat. Und jetzt stellen wir uns die Frage, wer war denn dieser Gott, der Israel aus Ägypten geführt hat? Und da gibt es einen Text, da können wir einen Text im Alten Testament wieder lesen. Und ich würde euch auf einen interessanten Text aufmerksam machen. Und zwar in der Geschichte von Mose in der Wüste, wo ihm dieser Gott Jahwe erschienen ist und sich ganz persönlich als dieser Jahwe vorgestellt hat. Und da lesen wir in 2. Mose Kapitel 3. In 2. Mose Kapitel 3, da war Mose dabei, die Schafe seines Schwiegervaters Jethros zu hüten. Und Vers 1 lesen wir, Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Achtet darauf, da steht hier, wer ihm dort erschienen ist. Und da heißt es hier nicht, dass ihm Gott erschienen ist, sondern der Engel des Herrn. Wer war jetzt dieser Engel des Herrn, der ihm dort erschienen ist? Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Sehr bemerkenswert. Der Engel des Herrn erschien ihm dort im Busch. Und als der Mose sagt er jetzt nicht, wird er jetzt nicht berichtet, als der Engel des Herrn sah, dass er hinzukam oder hinging, rief der Engel des Herrn ihm aus dem Busch, sondern hier heißt, da war der Herr Jahwe, als der Jahwe sah, dann rief ihn Elohim aus diesem Busch. Wer war jetzt dieser Jahwe, dieser Elohim? Er stellt sich hier gleichzeitig als Engel des Herrn, er wird auch als Engel des Herrn bezeichnet. Und dieser Engel des Herrn muss hier wohl offensichtlich eine göttliche Gestalt, eine göttliche Person sein. Und wenn wir diese Person weiter definieren wollen, dann haben wir in 2. Mose, in Kapitel 13, ja, 2. Mose Kapitel 13, als Israel dann aus Ägypten gezogen ist, einige Zeit später, als Mose diesen Auftrag dort bekommen hat, nach Ägypten zu gehen und das Volk aus Ägypten zu ziehen, vergeht da wahrscheinlich über ein Jahr, als das dann geschehen ist. Und dann haben wir hier, als Israel durch das Tote Meer gegangen ist und letztendlich auf der anderen Seite weiterzog mit dem Volk, da steht im Vers 21, und der Herr zog vor ihnen her, da haben wir wieder, und Jahwe zog vor ihnen her am Tage in einer Wolkensäule
um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie den Tag und Nacht wandern konnten. Das heißt, hier wird beschrieben, dass Israel durch diese Feuer- und Wolkensäule geführt worden ist, und wer da drinnen war, der wird hier als Jahwe bezeichnet. Jahwe Elohim. Das ist im Grunde genommen ein Synonym, das wir hier immer in der Bibel in Gleichklang finden. Der war in dieser Wolkensäule. Und wenn wir einige Texte weiterlesen, im Vers 4, im Kapitel 14, Vers 19, da steht jetzt hier, da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Herr Israel herzog, und stellte sich hinter sie, und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie. Das heißt, dort oben ist Jahwe in der Wolkensäule und führt und ist vor oder hinter der Wolke. Und da wird dieser Jahwe mit Engel Gottes bezeichnet. Ist es möglich, dass ein Engel Gottes ein göttliches Wesen sein kann, dass das Jahwe sein kann? Das wird offensichtlich aus diesen beiden Texten hier sehr klar, dass wir das als ein Synonym sehen müssten. Dann steht gleich im Vers Kapitel 14, Vers 24 noch einmal, als die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr auf das Heer der Ägypter aus der Feuersäule und der Wolke und brachte einen Schrecken über ihr Heer. Also einmal ist das der Herr, der da rausschaut, dann ist das der Engel Gottes, dann ist das der Engel der Engel des Herrn, der Engel Jahwes. Wer ist das letztendlich? Der Vater oder der Sohn? Oder beide, die hier gewesen sind? Im Neuen Testament erklärt das der Apostel Paulus, und wir können davon ausgehen, dass der Apostel Paulus hier unter göttlicher Inspiration geschrieben hat. Und im ersten Kapitel in Korinther, das heißt im 1. Korinther Kapitel 10, 1. Korinther 10 im Neuen Testament, da lesen wir jetzt eigentlich die Auflösung dieses Rätsels. Und erinnert euch, wir haben jetzt im zweiten Gebot diesen Gott definiert, der angebetet werden möchte und neben dem keine anderen Götter existieren sollten und keine anderen Götter angebetet und keinen anderen Göttern Gehorsam geschenkt werden sollte. Und jetzt müssen wir nur definieren, wer ist dieser Gott, der Israel aus Ägypten geführt hat. Und hier ist die Antwort, da steht ab Vers 1, 1. Korinther 10, Vers 1, ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter sind alle unter der Wolke gewesen und sind alle durchs Meer gegangen und sind alle auf Mose getauft mit der Wolke und mit dem Meer und haben alle einerlei geistliche Speise gegessen und haben alle einerlei geistlichen Trank getrunken. Sie tranken aber von dem geistlichen Fels, der mitfolgte, und der Paulus sagt hier nicht, das war der Engel des Herrn oder das war der Engel Jahwes oder das war Jahwe oder Elohim dort in dieser Wolke, sondern er sagt hier, der Fels, der mitfolgte, welcher war Christus. Und ich denke, das ist hier eine ganz einfache biblische Beweisführung, dass auch Jesus im Neuen Testament, der Jesus im Neuen Testament gleichgestellt werden kann mit diesem Jahwe, Elohim, der Israel aus Ägypten geführt hat. Ich denke, allein mit dieser Parallelstelle, mit dieser Beweisführung, sollte das hier einmal ein Argument sein, aus dem wir es gesehen können, dass die Bibel es tatsächlich erlaubt, Jesus dem Vater völlig gleichzustellen. Was natürlich nicht der Fall war, als Jesus hier auf Erden war. Denn als Jesus hier auf Erden war, wissen wir, hat er ja selbst seinen Vater angebetet und war seinem Vater gehorsam, hat den Willen seines Vaters getan, hat darum gebeten, dass der Vater ihn seinen Willen offenbart. Das zeigt nur, wie vollständig Jesus Mensch geworden ist, wie vollständig er seine Gottheit abgelegt hat, als er hier auf Erden war. Und bereit war,
sich vor diesem Vater zu beugen. Und wir denken hier an dieses Gebet in Gethsemane, wo Jesus sich praktisch wie jeder andere Mensch in einer tiefen Not, wo er zu Gott schreit, vor Gott auf den Boden geworfen hat und dort gezittert und gezagt hat. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, und das ist jetzt eine andere Beweisführung, die wir weiterführen wollen, jedenfalls dieser Gott, der Israel aus Ägypten geführt hat, hat sich auch den Israeliten immer wieder als der Gott beschrieben, der Himmel und Erde geschaffen hat. In den 10 Geboten spricht er derselbe Gott, der sagt, denn in 6 Tagen hat der Herr, Yahweh, Himmel und Erde geschaffen. Und das ist derselbe Gott, den wir im Neuen Testament mit Jesus identifizieren. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und ohne dieses Wort ist nichts gemacht, was gemacht ist. Johannes 1, ebenfalls dieser Prolog bei Johannes, der diese Parallele hier ganz klar macht, dass hier der Gott, der aus Ägypten, Israel aus Ägypten geführt hat, der Schöpfergott ist. Und das bezieht sich alles hier im Neuen Testament auf Jesus Christus. Jesus wird also der wahre Gott. Wird also definiert mit dem Gott, haben wir jetzt gesagt, der Israel aus Ägypten geführt hat. Und da war Jesus, natürlich, glaube ich, können wir sagen, Jesus und der Vater. Wenn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, dann glaube ich, dürfen wir überall dort, wo wir den Vater vermuten, dürfen wir auch Jesus mit vermuten. Und wir werden genügend Stellen finden, wo dieser Gleichklang immer wieder zu erkennen sein wird. Wir werden das in weiteren Text auch im Neuen Testament sehr deutlich erkennen können. Der wahre Gott wird aber auch in der Bibel nicht nur als der Gott beschrieben, der Israel aus Ägypten geführt hat, sondern ein Gott, der auch, wie wir schon gesagt haben, schaffen kann, der Leben schaffen kann. Und deshalb wird der Gott auch im Alten Testament, den Text haben wir schon gelesen, und im Neuen Testament haben wir im Offenbarung Kapitel 14 einen Text, Offenbarung 14, wo da drei Engel durch den Himmel fliegen und wo es dazu kommen sollte, dass auf dieser ganzen Erde dieser wahre Gott angebetet wird. Und da heißt es hier im Vers 7, dieser Engel, der da durch den Himmel fliegt, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen, und betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen. Der Gott soll angebetet werden, und hier eine Endzeitbotschaft, die über die ganze Welt gehen sollte, nur diesen einen wahren Gott anzubeten. Und hier wird dieser eine wahre Gott nicht mehr als der bezeichnet, der Israel aus Ägypten geführt hat, sondern der Himmel und Erde geschaffen hat. Und können wir auch hier eine Parallele zu Jesus finden? Kann man von Jesus sagen, dass er Himmel und Erde geschaffen hat? Der Text in 1. im Johannes 1, den haben wir schon gelesen. Und ich lade euch ein, einen zweiten Text bei Paulus aufzuschlagen. Und zwar im Kolosserbrief, im Kolosser Kapitel 2. Kolosser 1, Vers 15 und 16. Ja, Kolosser 1, 15 und 16. Und da ist von Jesus die Rede, und achtet darauf, hier geben die Apostel ihr Zeugnis, hier gibt der Apostel Paulus sein ganz persönliches Zeugnis von dem, wie er Jesus erkannt und wie er ihn verstanden hat. Und das ist insofern interessant, weil wir in unserem nächsten Thema, am nächsten Donnerstag, so Gott will, dass wir das machen können, werden wir darüber reden, wie die Apostel Jesus gesehen haben und wie kurze Zeit danach, im ersten Jahrhundert schon, Kirchenväter angefangen haben, Jesus zu sehen und Gott zu sehen in dieser Gegenüberstellung. Ja. Paulus sagt hier von Jesus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das heißt, das Ebenbild bedeutet das Gleichbild, ja? Der Erstgeborene vor aller Kreaturen.
Und jetzt ist natürlich das ein Begriff, der wieder zu Missverständnissen führt und der ja in der Theologie, in der Auseinandersetzung mit der Trinitätslehre dazu geführt hat, dass man aus diesem Erstgeborenen vor allen Kreaturen wiederum einen Jesus gemacht hat, der bevor alles andere geschaffen worden ist, selber geschaffen wurde. Und dass das nicht stimmt, das zeigt jetzt gleich der Vers 16, dass wir hier es mit einer anderen Bedeutung vom Erstgeborenen von aller Kreatur zu tun haben. Darüber werden wir auch in unserem nächsten Thema reden. Im Vers 16 heißt es hier von Jesus, denn in ihm, das heißt aus sich heraus, in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Reiche oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Also eine klarere Aussage, wie der Paulus hier das formuliert, wen er in Jesus sieht, kann es gar nicht geben. Und wenn man die Geschichte kennt, wo Paulus gelebt hat, das ist so um 60 herum, vor der Zerstörung Jerusalems etwa, in dieser Zeit hat es ja schon im Urchristentum und in den christlichen Gemeinden schon Leute gegeben, die angefangen haben, diese Gottheit Jesu zu bezweifeln und durch die griechische Philosophie irgendwo in Verruf zu bringen und sie umzudeuten und so weiter. Und da gab es ja ganz bemerkenswerte Theorien, wie man versucht hat, mit dieser Gleichheit Jesu, mit dieser Gottheit Jesu umzugehen. Und daraus ist ja dann letztendlich auch dieser ganze Streit in der Kirchengeschichte entsprungen und weitergegangen. Und offensichtlich hat Paulus hier so eine Beschreibung gemacht, weil offensichtlich darüber ein Zweifel geherrscht hat in den christlichen Gemeinden schon. Paulus wollte ganz klar machen, wer Jesus für ihn ist. Und da sagt er hier, es ist alles in ihm. Da legt er den Akzent auf die Schöpferkraft Jesu, auf die Schöpfermacht. Und wenn da steht, es ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, dann ist natürlich ausgenommen, dass er selbst geschaffen war und dass Jesus natürlich nicht den Vater und den Heiligen Geist geschaffen hat. Das kann es auch nicht sein, sondern damit kann nur das gemeint sein, was eben als sonstiges Geschöpf im Himmel und auf Erden existiert und lebt. Ist aber dann ausgenommen, dass Jesus selbst ein Geschöpf ist. Denn wenn er selbst ein Geschöpf ist und selbst erst vom Vater das Leben bekommen hat, dann hätte er kein Recht, sich Gott zu nennen und den Anspruch einer Anbetung zu nehmen. Denn wir haben jetzt durch diese Texte ganz deutlich gelesen im Alten Testament, dass es nicht erlaubt ist, außer Gott des Himmels und der Erde, der Israel aus Ägypten geführt hat, den Schöpfergott anzubeten. Wenn das aber auch auf Jesus zutrifft, dann hat er das Recht, auch angebetet zu werden. Das ist eine weitere Eigenschaft, eine weitere Definition, wie wir Gott definieren können. Vielleicht noch eine andere wichtige Definition. Ein Wesen, das sich absolut Gott nennen kann in der Bibel, muss mindestens drei weitere Eigenschaften in sich vereinen. Und zwar muss dieses Wesen ewig sein, das heißt ohne Anfang, ohne Ende, nicht selbst erst von irgendwoher entstanden oder geschaffen worden sein. Es muss ewig sein. Gott muss ewig sein, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dann muss von diesem Gott auch gesagt werden können, dass er Allmacht besitzt. Und Allmacht zeigt sich ja auch in dieser Schöpferkraft, aus dem Nichts alles schaffen zu können. Und das haben wir gerade von Jesus eigentlich schon bewiesen, dass das in der Bibel auch von ihm so gesagt wird. Und natürlich auch dann die Allwissenheit, die Gott auszeichnet. Ein Wesen, das nicht allwissend ist, könnte sich niemals Gott nennen. Das sind also Attribute und Kennzeichen, Eigenschaften, die jemand haben muss, damit er sich als Gott bezeichnen kann und auch würdig ist, angebetet zu werden und das Recht hat, auch angebetet zu werden.
Fangen wir mit der Allwissenheit an, weil wir gerade hier in Kolosser Kapitel 2 sind und Kolosser gerade aufgeschlagen haben. Da ist ebenfalls von Paulus die Rede, wie er hier Jesus beschreibt im Vers 3. In welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das heißt, Paulus sagt hier ganz klar, in Jesus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Das bedeutet Allwissenheit. Ich glaube, da braucht man nicht mehr viel darüber diskutieren. Und im selben Kapitel nehmen wir diese Stelle auch gleich dazu. Da warnt Paulus, und da merkt ihr, dass Paulus hier diese Aussagen deshalb meint, weil diese Wahrheiten durch griechische Philosophie, die sich dann später in die Kirchengeschichte, in die Trinitätslehre hineingezogen haben, eigentlich hier sich da diese griechische Philosophie ihre Rolle gespielt hat und die Menschen auch innerhalb der Gemeinde verführt hat. Deshalb warnt er hier im Vers 8, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehr und Trug, gegründet auf der Menschenlehre und auf die Elemente der Welt und nicht auf Christus. Also eine Warnung, die hat nur dann Sinn, wenn man weiß, dass das tatsächlich eine Gefahr war. Und aus der Kirchengeschichte wissen wir das. Und darüber werden wir auch das nächste Mal ein bisschen genauer uns anschauen, was da in der Kirchengeschichte gelaufen ist und wo der Beginn einer veränderten Sicht über die Gottheit Jesu, über die wahre Gottheit der Bibel, wo das angefangen hat. Und da sagt er im Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also einen klareren Text kann man in der Bibel eigentlich kaum mehr finden, außer denen, die wir dann trotzdem noch weiter lesen werden, wo man eben einfach von Schlüssen reden kann. Aber hier ein zusammenfassender Text, in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Das heißt, nichts, was Gott, den Allmächtigen, den Allwissenden, den Ewigen ausmacht, kann in Jesus gefehlt haben. Das ist jedenfalls die klare Überzeugung, die Paulus hier zum Ausdruck bringt. Schauen wir uns im Alten Testament noch einen Text an, und zwar der von dieser Ewigkeit Gottes spricht. Als abschließendes Argument für heute Abend, und zwar Jesaja 44. Jesaja 44, Vers 6, da steht hier, so spricht der Herr, der König Israel. Und sein Erlöser, der Herr Zebaut. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und außer mir ist kein Gott. Und hier könnte man wieder meinen, das ist, wenn man jetzt fragen würde, wer ist das jetzt, der Vater oder der Sohn? Dann würden wahrscheinlich viele Christen, die sich mit dem Thema noch nicht genügend befasst haben, hier natürlich sagen, das ist der Vater. Und auch bei Zeugen Jehova, wenn man auf diesen Text kommt, nicht, dann würden sie sagen, das ist Jehova Gott. Ja? So steht auch hier, so spricht Yahweh, der König Israels, und sein Erlöser, also der Erlöser Israels, nicht, ist da hier gemeint, Yahweh Zebaut. Und da haben wir einen anderen Namen von Gott, Zebaut, bedeutet Heerscharen, nicht? Der Herr, Yahweh der Heerscharen, der Kommandant der himmlischen Heerscharen. Das ist eigentlich damit gemeint. Und dieser Kommandant hat ja auch in der Bibel einen Namen, den wir mit Michael identifizieren, der dort auch in der Bibel als dieser Erzengel, der Chef der Engel dargestellt wird. Und wieder haben wir ein Beispiel, dass es sich hier um ein gottgleiches Wesen handelt, ebenfalls der Engel des Herrn, der den Namen Michael trägt. Ja, ich glaube, darüber haben wir auch schon gesprochen. Und jetzt hier würde man aber im Alten Testament, wenn man sagt, er ist der Erste und der Letzte, der Yahweh, ja, da würde man sagen, ist der Vater. Wenn man aber im Neuen Testament schaut und die Argumentation, die wir jetzt bei all den anderen Texten gemacht haben, kann man hier genauso führen. Und deshalb ist es verwunderlich, dass es trotz solcher klaren Zusammenhänge, die wir zwischen dem Alten und Neuen Testament über diesen einen wahren Gott finden können, dass es so viel Verwirrung im Christentum geben konnte und bis heute auch unter ernstesten bibelgläubigen Christen diese Verwirrung da ist, dass man diese Gleichheit Jesu mit dem Vater nicht offensichtlich erkennen kann. Wir lesen hier in Offenbarung Kapitel 1, Vers 8 einmal,
Da heißt es, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. A und O, das ist der erste und der letzte Buchstabe im Griechischen, nicht? Das wird hier gedeutet in der Lutherbibel, der Anfang und das Ende. Das heißt, das ist, was wir dort im Jesaja gelesen haben, der erste und der letzte. Der erste Buchstabe und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Das ist Yahweh im Alten Testament. Und hier steht, so, ich bin das A und das O und der spricht Gott, der Herr, spricht Gott, also Elohim Yahweh. Im Alten Testament, im Neuen Testament bedeutet das jetzt, spricht Theos Kyrios. Das heißt, hier haben wir wieder neue Begriffe. Theos ist der Begriff, griechische Begriff für Gott, ist das Synonym für Elohim. Und Kyrios wäre das Synonym für Yahweh. Es gibt also viele Texte im Neuen Testament, wo, und das werden wir auch noch sehen in unserem weiteren Thema, wo der Begriff Yahweh im Alten Testament von den Aposteln im Neuen Testament mit Kyrios übersetzt wird. Und das haben wir hier auch. Und da wird dieser Kyrios gleichzeitig als der Allmächtige beschrieben. Und der Ewige und Allmächtige, also beide Eigenschaften fallen hier zusammen. Wer ist jetzt dieser Alpha, dieses Alpha und dieser Omega, der Gott, der Herr, der da ist, der da war und der da kommt? Jetzt müssen wir eigentlich auch auf Jesus schließen, denn es ist ja nicht, es ist ja hauptsächlich Jesus, der kommt. Von einem Kommen des Vaters hört man ja sehr wenig, aber auch da, es wird ein Thema sein, wenn wir das weiter betrachten, werden wir die Frage stellen, ja, kommt denn Jesus wirklich allein? Jedenfalls hier, der da kommt, könnte man meinen, es sei Jesus. Der ist auch der Allmächtige und der Ewige. Im Offenbarung Kapitel 1 stellt sich Jesus ganz buchstäblich dem Johannes als der auferstandene Christus dar. Da heißt es hier im Vers 17, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter. Also die Vision fängt da vorne an, nicht wo ein mitten unter den Leuchtern im Vers 13 war einer, der des Menschensohn gleich war. Also wie ein Mensch hat Jesus da ausgesehen. Und dann heißt es, der Johannes fällt auch nieder vor diesem glorreichen Jesus, der hier erschienen ist, in dieser Pracht, wie er da oben geschildert wird. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Genau dieselbe Formulierung wie dort in Jesaja 44. Und der Lebendige, das dort aber von Yahweh gesagt wird. Und jetzt nimmt Jesus diesen Titel und bezieht ihn auf sich. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Also gleichzeitig eine Beweisführung, dass wir sagen, das, was wir im Alten Testament von Yahweh finden, was er von sich in Anspruch nimmt, der Gott, der Israel aus Ägypten geführt hat, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Gott, der allmächtig ist, der Erste und der Letzte, der Ewige, alle diese Eigenschaften finden wir im Neuen Testament von Jesus selbst, dass er sie auf sich bezieht, von den Aposteln und jetzt hier in der Offenbarung wird dieser Christus, der Auferstandene, als der Erste und der Letzte beschrieben und in dieser Form stellt er sich dem Johannes vor. Und gleichzeitig wird dieser ewige Gott dann auch in den weiteren Kapiteln als das Lamm bezeichnet. Menschen haben diesen allmächtigen Gott, diesen befreienden Gott, den Erlöser Israels, ihren eigenen Erlöser, schmachvoll ans Kreuz genagelt und verspottet. Aber er ist auferstanden. Und er geht zurück in den Himmel, fährt auf in den Himmel. Und wir haben in Offenbarung 5 eine Vision, wo der Johannes sieht, wie dieser Christus dort oben im Himmel bei seiner Rückkehr von allen Engeln angebetet wird. Und das lesen wir hier in Kapitel 5, Vers 12. Und sprachen mit groß, ja vielleicht im Abvers 11, und ich sah und hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her und ihre Zahl war viel tausendmal tausend. Und sprach mit großer Stimme, das Lamm, das erwürget ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Wenn das hier von Jesus gesagt wird,
das Lamm, dann muss man sich fragen, wie kommt dann irgendein Mensch auf die Idee, zu sagen, Jesus sei nicht anbetungswürdig, das sei Götzendienst, wenn man das betreiben würde. Wie ist es möglich, dass Menschen auf dieser ganzen Erde, es haben mehr Menschen mit Jesus als dieser Gott, wie wir ihn jetzt versucht haben darzustellen, das Problem, als dass Menschen ihn wirklich als diesen Gott im Zusammenhang, in Verbindung mit seinem Vater anbeten am Throne Gottes. Warum das so ist, das werden wir in unserem nächsten Thema sehen. Denn das Ganze hatte eine Vorgeschichte, als Jesus auf Erden kam, wo dieser Konflikt begonnen hat, wie er dann weitergegangen ist in der Geschichte. Aber das Ganze hat eine himmlische Vorgeschichte und die gilt es auch zu erkennen und das haben wir eingangs schon besprochen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir als Christen von dem Gott reden, der wirklich Himmel und Erde geschaffen hat, der auch gleichzeitig unser Erlöser geworden ist und vor dem wir uns beugen sollten und dessen Gebote wir ernst nehmen wollten, dessen Stimme wir hören wollen und dass er unser Leben orientiert und uns Klarheit über die Wahrheit, über Wahrheit und Irrtum geben kann. Möge Gott uns helfen, dass diese Gedanken, die wir da durchgedacht haben, auch praktisch umgesetzt werden können. Es gibt so viele Menschen, die damit Probleme haben und auch Christen. Und vielleicht ist das ein Beitrag, um dieses Thema mal von dieser Seite her aufzuzeigen, warum wir mit Sicherheit glauben können, dass wir es mit Recht tun, wenn wir uns vor Jesus beugen und auch ihm in unseren Gebeten persönlich die Ehre geben. Wie es wir es auch seinem Vater gegenüber tun. Gott helfe uns und segne uns in diesem weiteren Nachdenken. Darf ich euch einladen, dass wir noch mit einem Gebet zum Abschluss kommen. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir wieder herzlich Danke sagen für diese Zeit, die wir miteinander wieder verbringen durften, dass wir über dich, aber auch über deinen Sohn Jesus Christus diese Klarheit bekommen können. Du hast sie uns offenbart, du hast uns die Bibel durch deinen Heiligen Geist niederschreiben lassen, der uns in alle Wahrheit führt und dem wir auch unseren Dank zum Ausdruck bringen können, dass wir diese Schrift hier haben und dass wir die Wahrheit finden können in deinem Wort und nicht unsicher sein müssen, wie wir es glauben und wie wir es nicht glauben können. Hilf uns auch, das auszuräumen, was wir vielleicht noch nicht verstehen. Gib uns die nötige Weisheit, die Dinge recht zu sehen und gib uns auch die Weisheit mit Menschen, die damit Probleme haben, dass wir sie auch in der rechten Weise, dass wir eine Hilfe sein können, dein Wort recht erkennen und verstehen zu können. Wo wir selbst noch Irrtümer haben und wo wir selbst die Dinge noch nicht klar sehen, da hilf uns weiter. Aber lass uns verstehen, dass in einer richtigen Betrachtung deines Wesens wir in dein Ebenbild umgestaltet werden können. Denn das ist letztendlich das Ziel, das du mit diesen Wahrheiten hast, dass wir dir ähnlich werden. Du hast den Menschen als dein Ebenbild geschaffen und es ist durch Sünde und durch verkehrte Lehren verloren gegangen, aber du möchtest das durch Wahrheitvermittlung wieder in uns errichten, dass wir dein Ebenbild in uns widerstrahlen. Begleite uns in diesem Sinne und führe uns weiter und segne jetzt alle, die dabei waren, die das zugehört haben und schenke jedem Einzelnen die nötigen Gedanken, auch das weiterzudenken. Hab Lob und Dank für deine Güte und Gnade und schenke uns jetzt dann auch wieder eine gute Nachtruhe und bis zum nächsten Mal danken wir dir, dass du uns begleiten möchtest. In Jesu Namen. Amen. Gut, soweit unser Thema für heute. Wie angekündigt, ich möchte dieses Thema fortsetzen und möchte das einmal etwas ausführlicher machen. Besonders werden wir uns das nächste Mal mit dieser historischen Komponente auseinandersetzen.
Denn da gibt es auch sehr viel unterschiedliche Vorstellungen. Da gibt es so viel, selbst allein darüber, viel Verwirrung, wie diese Trinitätsfrage und diese Auseinandersetzung mit Christus und dem Vater, Vater- und Sohn-Verhältnis. Auf das wollen wir uns zunächst einmal weiter konzentrieren, wie sich das in der Geschichte entwickelt hat und was wirklich an diesen Dingen wahr ist und was nicht. Einfach Informationen, die jeder für sich dann selber weiterdenken kann, auch selber überprüfen kann. Und ich bin auch sehr dankbar, wenn dann Rückmeldungen kommen und vielleicht Hinweise, wo man das Ganze vielleicht auch noch einmal weiterdenken kann. Wir können uns da gerne immer wieder selber bereichern und hoffe, dass das auch weiterhin so funktionieren kann. Okay, ich danke für die Wünsche und wünsche euch Gottes Segen, wenn da noch irgendwelche Fragen sind. Ich warte vielleicht noch etwas, ja. Gut, laut Jesaja 14,13 hatte Luzifer einen Thron, das heißt, ein Engel hatte einen Thron, das passt zu Offenbarung 4 und 5. Ja. Auch interessant, ja, dass wir werden in Offenbarung sehen, dass nicht nur Gott auf seinem Thron sitzt, sondern dass auch in Offenbarung 4 und 5 haben wir auch Throne um den Thron Gottes, auf denen 24 Älteste sitzen. Und das ist ja auch eine mysteriöse Beschreibung. Also es sitzt im Himmel nicht nur Gott auf dem Thron, sondern auch andere Wesen, die natürlich auch ihre Identifikation brauchen. Und vielleicht, weise ich noch darauf hin, dass, weil wir gerade jetzt einen Hinweis vom Thron haben, in Offenbarung Kapitel 3, Vers 21, da lesen wir auch eine Verheißung, die Gott gegeben hat und die Jesus eigentlich in dieser Botschaft der sieben Gemeinden gegeben hat. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Thron. Also da hat auch Jesus davon gesprochen, dass er sich nach der Menschwerdung auch mit seinem Vater auf seinen Thron gesetzt hat. Und wir finden dann auch Jesus später in der Offenbarung auf dem Thron sitzen. Das werden wir auch noch genauer anschauen. Also das vielleicht noch zu diesem Thron und möglich, dass Satan auch einmal nicht da um diesen Thron Gottes irgendwo auf einem dieser Throne gesessen hat, aber damit nicht mehr zufrieden war und sich auf den Thron Gottes setzen wollte. Ja? Und ja, diese Aussagen, die jetzt Jürgen hineingibt, du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ja, also auch der Götterberg, das ist auch ein Bild, ja, das da verwendet werden kann. Also Satan seinen Thron, nicht? Ist eine Frage der Übersetzung, müsste man sich noch genauer anschauen. Das ist ein interessanter Hinweis. Jedenfalls wissen wir, er hatte eine hohe Position, aber mit der war er nicht zufrieden und wollte höher. Genau, er wollte sein wie Gott. Sehr gut, ja, Sascha, das ist ein interessanter Hinweis. Und das ist auch bei Menschen so, dass Menschen gerne so sein wollen wie Gott, zwar von ihrer Macht und von ihrer Herrlichkeit verehrt werden wie Gott, aber nicht den Charakter haben wie Gott. Und das ist genau ein menschliches Problem. Und ich hoffe, dass wir aus diesem Gegensatz, den Jesus offenbart hat, er war bereit, auf diese Gottheit zu verzichten, auf diesen Thron zu verzichten und Mensch zu werden, um dann wieder erhoben zu werden. Und das wird jedem Menschen möglich sein, der diese Demut besitzt und dann sich von Gott erheben lässt und bereit ist, selbst in den Staub getreten zu werden, wenn es um die wahre Anbetung geht und um die Erlangung eines wahren Charakters geht. Schön, danke für diesen Austausch hier. Und ja, ich werde mich jetzt verabschieden und euch auch eine gute Nacht wünschen. Gottes Segen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Okay, vielen Dank.